Der ist, glaube ich, ja. Sieht cool aus, ja. Auch schon, da sind ja auch die vielen. Einer der Filas, ja, von Kunchi. Wie zum Beispiel hier, das steht drauf, Kambang-Fila. Und sein Tempel, das sieht man auch hier bei uns in Lombok auch, ja, also weil erst dann auch schon Hindus hier bei uns hier leben, ja, also da gibt es dann auch die zwei großen Religionen hier, also Islam und Hindus, ja. Da ist der Tempel so eine Art von Haustempel. Ist klasse. Kingras Kumbara und es geht direkt zum Meer. Da sieht man auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Und das ist auch die andere Zimmer. Ja? Also es gibt dann auch zwei Zimmer aufeinander. Ein Zimmer aufeinander. Kasmaran ist ja dort. Und ich muss jetzt das Zimmer von Isabel noch finden. Isabel, bist du da? Ich mache schon ein bisschen Aufnahme. Mache schon irgendwie mal Werbung für Kunchi Filas, ja? Genau, ja. Das ist die Isabel da oben, ja. Wink mal, bisschen winken, ja. Sie, ja, das ist jetzt vielleicht schon kurz, ja. Das, sie ist ja schon jetzt zum 14. Mal hier auf Lombok. Das gefällt ihr auch schon sehr gut, ja, die Insel. Und es ist ja nur ein paar Schritte, dann ist man schon am Strand da. Auch schon schöne Wiese. Garten, ja, grün, ja. Sonnenzeiten, der Regenzeit, ja, alles gerade am Ende der Regenzeit. Da ist schon ziemlich grün, aber das natürlich gibt auch schon jemanden, der sich drum kümmert, ja, immer grün zu halten. Ne. Das ist ja jetzt Nummer 41, der hier unten ist Nummer 40, ist gerade niemand da und geht ja auf hier hoch auf Nummer 41, ist wunderschön, geht die Treppe hoch dann können wir, die Isabel hat das zugestimmt, dass ich dann auch schon ein bisschen Aufnahme mache privat, please. Okay. Dann klopfen wir. Ja, da bin ich dann jetzt hochgekommen. Man sieht auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Hallo, Claudi. Salamat. Das sehr schön, danke schön. Sehr gerne. Ja, Sie Hauskeeper waren noch nicht da. Sie meinen noch etwas zu aus. Ja, schön. Auch schon, ja. Die Stadt, ja. Heißt es Globe? Heißt Globus. Globus, ja, auf Deutsch, ne? Du musst auch schon ab und zu mal so ein paar neue deutsche Worte kennen, lernen einfach, ne? Und ja, das, wow, das ist schön ausgestattet, ja? Mit Bildern und so. Ah, von oben sieht auch schon schön. Oh, ist gerade so ein Upara auch da. Das ist ja der, weißt du, der Gisha. Ja, so ein Hindu. Ein Hindu-Gott, ja.
Leute, wenn ihr, also wenn sie dann jetzt kommen wollen zu uns nach Lombok, dann, einfach mal Kunzi aussuchen bei Booking, bei Invo, da in, einem Portal, ja. Das ist wunderschön. Grün, die Palmen, ja. So, Blick zum Meer auch, genau. Genau, ja, ist wunderschön oben. Und manchmal, dann sieht man doch auch von hier den schönen Blick von dem Mount Agung, also hinter den Palmen. Auch schon so ein Untergang, ein bisschen mehr von hier aus, ja. Ein bisschen schwierig, ja. Aber da kann man auch schon ein bisschen kontrollieren. Wenn es irgendwie mal der Pool voll ist, dann kann man auf einen Tag vielleicht so verzichten.